Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, meine Freunde, es ist mal wieder soweit, es gibt ein kleines Wettbewerbs-Gameplay, 3 Runden FFA stehen vor der Tür. Wir spielen Roter Wandel, unser Hangar steht dementsprechend, der Bastion mit dem Arc-Torrent 12 absolut unverzichtbar. Anschließend wahlweise der Eclipse mit den EM Rival 12 oder eben der Surge mit den Disc Launcher 12 als Backup, also nur für den Fall, dass alle Strecke reißen, haben wir dabei den Panther mit den EM 16 und den Orion mit den Carbine 12, die beide auch sehr gut in dem Modus performen, allerdings finde ich eben den Eclipse und den Surge hier besser. Gut, ich würde sagen, lang genug geredet, auf geht's. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben einen menschlichen Gegner dabei, Whale Chept, dem begegnen wir relativ häufig, egal ob im FFA oder im 5 vs. 5. Wir gehen natürlich mit dem Bastion rein und versuchen, die Pole Position zu erreichen. Das Gute ist, wir sind relativ in der Nähe gespawnt. Hier kommt auch unser erster Kill, der Schild hat uns protected. Gucken wir mal, da hinten ist noch ein Redox. Die sind eigentlich relativ leichte Kost, also relativ easy wegzukillen. Oh, jetzt sind wir von hinten angegriffen worden von einem Orion mit Disc Launcher. Und genau das ist auch der Grund, warum ich jedem empfehle, hier einen Tank zu nutzen und vorzugsweise auch den Bastion mit seinem Schild. Denn man weiß nie, wo man spawnt. Dementsprechend ist es immer gut, wenn man einen Mech hat, der auch ein Schild hat, speziell dann, wenn der Schild den Gegner auch noch stunt, was ja hier auch der Fall ist, also Orion ist ja der einzige Mech, der das kann im Moment, und ganz, ganz wichtig auf jeden Fall Bastion, wenn ihr den irgendwie im Hangar habt, irgendwie auf einem halbwegs passablen Level, nehmt euch den auf jeden Fall ins FFA mit, der ist unersetzbar, das ist der Meta-Mech für diesen Modus. Im 5 vs. 5 spiele ich Bastion eher weniger, momentan sieht man es vielleicht häufiger, weil ich seine Erfolge mache mit Carbine, das ist ein bisschen anstrengend, um ehrlich zu sein. Aber da kommt Chap mit, jetzt hat er mich weggeholt, mit einem Redox und Graviton Beam 16, eine Kombination, die ich persönlich niemals spielen würde. Ich bitte euch, ich weiß, der Mech macht Spaß zu zocken, aber er ist halt einfach nicht gut. Er wird hier auch nichts reißen und wahrscheinlich über kurz oder lang hier auch direkt gekillt werden, weil der Redox ist langsam und er ist vor allen Dingen sehr, sehr schwach gepanzert, auch wenn er eine hohe Energiekapazität hat. Selbst wenn man sehr viel Skill hat, wird man mit diesem Mech, denke ich, nicht die Welt reißen können. Gut, wir haben jetzt momentan 11 Kills. Roundabout 1,5 Minuten haben wir noch. Schauen wir mal, hier ist gerade alles ein bisschen doof gerade. Die sind gerade ein bisschen schlecht positioniert zum Killen. Er hat einen Panther jetzt da hinten. Okay, das erkennt man am Netz. Wir gehen mal so ein bisschen von der Pole Position weg. Einfach, weil wir hier gerade keinen Mech haben, den wir so richtig abschießen können. Und das ist aber notwendig, weil wir spielen hier ja gegen jemanden. So, den haben wir nochmal weggeholt. Jetzt gehen wir hier aber nochmal hoch und gucken, ob wir nicht doch irgendwas von hier aus noch erwischen können. Mist. Der wäre es noch gewesen. Oh, Spinne, okay. Ja, die Scorpions, also der Scorpion an sich ist kein guter Mech, würde ich behaupten. Seine Ability, jetzt hat er mich weggeholt, mit Guardian und dem Erweiterungsimplantat für seinen Systemabsturz. Das ist natürlich ein ziemlich seltenes Implantat, tatsächlich. Aber ja, die Ability von Scorpion ist einfach nicht gut. Ja, also sie macht halt einfach zu wenig Schaden und der Mech an sich ist auch nicht gut. So, da kommt der Chap wieder, weg ist er. Und dementsprechend kann ich euch auch nicht empfehlen, diesen Mech zu leveln. Er ist aber, wenn ihn die Bots spielen, relativ nervig mit den Missile Rack 16 und 12, die sie drauf haben. Aber das Nervige daran ist nicht der Bot selber, sondern einfach die Masse. Ne? Die Masse macht es in dem Fall, weil auf einmal spawnt er hinter euch und knallt euch diese Missile Racks in den Rücken. Und ja, weg ist er wieder. Und das ist... Oh, die Runde ist schon vorbei. 18 für mich, 12 für ihn. Hat er sich ganz gut geschlagen, auf jeden Fall. Und ja, die knallen euch dann eben die Missile Racks in den Rücken. Und das kann halt echt, echt ärgerlich sein, wenn die euch dann da richtig krass vom Feld hauen. Also teilweise eine Doppelladung reicht auch, um den Bastion wegzuhauen von hinten, auf jeden Fall. So, gute Runde hier von Chapt. So, zweite Runde. Wir spielen wieder gegen Chapt. Okay. Der Boy liebt uns offensichtlich. Wir gehen wieder rein mit unserem Bastion. Da oben haben wir auch schon zuerst das Opferschild an und ab geht die wilde Luzi. Zack, den haben wir uns erstmal weggesnackt. Ich liebe ja diesen jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Gerade vorhin wusste ich ihn noch. Ich liebe diesen Redox, genau. Also als Gegner, weil der einfach so leicht wegzukillen ist. Das ist wirklich ein Fest. Also gut, wir sind schon bei Kill 3, sind momentan der Spitzenkiller auf dem Feld. Zack, jetzt sind wir nicht mehr Spitzenkiller. Ja, was soll denn das?
Egal, wir sind auf der Pole Position, wir werden das auf jeden Fall reinholen. Gucken wir mal, oh, hier unten kommt ein Scorpion. Brash Benji. Oh, hui. Okay, der Klotz ist gefallen. 6 Kills, immer noch nicht Spitzenkiller. Heieieiei, da wird der gute Chapt hier ganz schön reinklatschen, vermutlich auf der anderen Seite der Map, weil ich sehe ihn hier nirgends. Gut, 1-1-1-1-1-2. Weg ist er. Mr. Fiji Severman ist auch weg. So, wo haben wir denn? Was haben wir denn? Da hinten ist Chapt. Okay, der ist außer Reichweite und dementsprechend auch nicht gefährlich für uns. Gut, Schild ist... Oh. Da. Und wechseln, komm. Und wechseln. Auf geht's. Gut. So, weiter geht's mit unserer zweiten Option hier. Jetzt holen wir uns erstmal Chapt. Bumstig. Gut, auch sehr, sehr gut Eclipse natürlich. Momentan ein absoluter Allrounder. Den kann man überall einsetzen mit unzähligen Waffenkombinationen. Der ist wirklich, wirklich gut. Bitte sag mir nicht, dass er einfach hier hochfährt. Das wäre so schlecht gespielt. Er fährt einfach hier hoch. Meine Güte, hat er echt gedacht, er kann das packen? Naja, egal. Auf jeden Fall 14 Kills momentan noch. 1:05 haben wir. Der Schuss war komplett für den Arsch. So, hier kommt er jetzt mit seinem Panther. Da schauen wir mal, dass wir mal ein bisschen Land gewinnen. Wir lassen den da hinten mal ein bisschen rumfeudeln. Der wird uns jetzt hier, denke ich mal, erstmal nicht gefährlich. Der ist hier, der frühstückt hier noch rum mit den Bots. Helfen wir ihm mal eine Runde. Zack, jetzt kann er sich auf mich konzentrieren. Komm her. Ach, scheiße. Komm. Ah, sehr schön. Der Redox hat ihn eingefroren. Weg ist er. Den Redox holen wir uns jetzt auch gleich noch mit. 17 Kills, 34 Sekunden haben wir noch. Kommen die 20. Die schaffen wir auf jeden Fall noch. Und ihr seht die Pole Position hier oben. Die ist echt der Wahnsinn. Ihr habt, naja, nicht auf jeden Fleck auf der Karte Zugriff, aber ihr habt doch eine sehr gute Übersicht, wo was stattfindet. Und komm. Oh, der killt mich jetzt hundertprozentig. Oder? Jawohl, ja, wir haben ihn. Okay, da haben wir Chapt nochmal weggeholt und jetzt wurden wir weggeholt. 4, 3, 2, 1. Das schaffen wir nicht mehr, da noch was wegzuholen. Die 20 haben wir geschafft. Diesmal hat er nur 10 Kills gemacht. 2 Kills weniger als in der letzten Runde. Ich einen mehr als in der letzten Runde. 11 Kills mit Eclipse, 9 mit meinem Bastion. Ja, relativ gute Runde, 1242 Punkte. Ich kann zufrieden sein. Eine weitere gute Runde. GG an Chapt. Gut, letzte Runde für heute. Wir haben Dominator. Okay, der Dominator, Alter. Catwoman spielt jetzt offensichtlich auch Mech Arena. Gut, gucken wir mal. Den Boy kenne ich nicht. Weiß nicht, wie er spielt. Oder sie oder es. Deswegen lassen wir es mal auf uns zukommen. Wir machen es einfach wie üblich. Wir gehen rein mit Bastion. Da kriegen wir wahrscheinlich eine Breitseite ab. Aber wir haben hier einen guten Spot, um uns zu verstecken und einigen Schüssen zu entgehen. Da kommt der Cheater. Cheater auch sehr leichte Kost. Kein Problem, die wegzukillen. Wir sind Spitzenkiller momentan. Kill Nummer 4. Au, jetzt haben sie uns aber weggehauen. Das war schlecht. Bastion voll gewastet mit nur 3 Kills. Da wäre mehr gegangen. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist halt meistens fies, wenn die einfach spawnen mit ihren Scorpions und euch dann eben die Missile Racks in den Rücken jagen. Das überlebt selbst der Bastion nicht. Und gut, hier ist der hier war der Dominator. Okay, der ist uns jetzt einfach davon gefahren. Und zack, da hat er uns auch noch das war ein Bot, okay, ach, der ist gestorben, okay, krass, er hat auch einen Eclipse, er hat sich mit Minigun, hier müssen wir jetzt sehr genau zielen und wummstig, weg ist er, hat aber nur einseitig gespielt, wahrscheinlich ist sein Eclipse nicht gemaxt gewesen, anders kann ich es mir nicht erklären. Gut, 6 Kills, wir sind Spitzenkiller, wieder auf der Pole Position, die es ja übrigens auf beiden Seiten gibt, ihr seht hier parallel gibt es den gleichen Spot nochmal. So, was haben wir jetzt? Ah, okay, er spielt jetzt einen Panther. Okay, mit Railguns. Oh, er hat uns erwischt. Egal, wir haben ihn auch erwischt. Der Panther hält ja nicht viel aus. Warum hier kein Netz geworfen wurde, verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. So, 7 Kills, 1,5 Minuten. Schaffen wir nochmal die 20 Kills. Meine Güte, wenn ich weiter so daneben schieße, dann natürlich nicht. Zack, 8 Kills. Wo ist der Dominator? Wir dürfen ihn auf jeden Fall nicht aus dem Auge verlieren. Viele Spieler neigen ja dazu, sehr rachsüchtig zu werden, wenn man sie zu oft wegkühlt. Und dann kühlt vor allem, ich verliere langsam die Kontrolle über meinen Mund.
wenn man sie zu häufig wegkillt und gehen dann auf die Jagd nach einem. Das sorgt zwar dafür, dass sie meistens am Ende keinen besonders guten Score haben, weil es in diesem Modus tödlichst ist, sich zu sehr auf den Spieler zu konzentrieren, aber es nervt halt, weil es behindert dich schon ein wenig. Aber wir haben momentan 12 Kills, 47 Sekunden. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall ranhalten, wenn wir die 20 noch schaffen wollen. 20 ist immer so der optimale Schnitt, den ich möchte. Ne? Also natürlich auch gerne mehr, aber 20 sollten es eigentlich immer sein. Oh, da ist er. Oh, wummstig, weg ist er. Gut. Aber das Mindeste, was ich auf jeden Fall immer haben will in einem FFA-Kampf, sind 16 Kills, weil mein durchschnittlicher Kill pro Runde liegt ja bei 16,5, glaube ich. Tendenz steigend natürlich. Und den möchte ich auf jeden Fall halten, beziehungsweise noch steigern. Vor dem großen Update war es ja so, dass meine durchschnittliche Killrate, zumindest bemessen an den Wettbewerbsstatistiken, so bei 30 bis 40 lag. Jetzt ist es natürlich eher so 20, 25 und profilstatistisch gesehen noch ein bisschen weniger, weil, naja, ich war damals halt auch nicht besonders gut, also ganz, ganz damals, und das hängt mir jetzt hinterher. Gut, ich 17 Kills, eher 7 Kills. 7 Kills ist jetzt nicht unbedingt die Mörderleistung, aber FFA ist halt nicht ganz einfach, wenn man von allen Seiten angegriffen wird. Ja. Ich würde sagen, war eine ganz passable Runde. 1147 Punkte. GG an Dominator. Ja, meine Freunde, damit wären wir auch schon wieder am Ende des Videos für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns zu einem weiteren Gameplay. Und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.